Ahu, liebe schönen Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Going Medieval Dynasty mit eurem Erik Vikingsom, Erik Tom und dem Ragnar. Erik Tom, der gute Launebär, er ist schon wieder grün gezeichnet, hat eigentlich schlecht geschlafen, aber den kann die Laune einfach niemand nehmen. Und den werden wir heute mal mit dem Sigmund sprechen lassen, denn der Sigmund ist der Händler. Ich habe mich gerade gewundert, warum der Wolf bei uns im Zimmer steht. Das ist der Begleiter vom Sigmund. Mit dem wird der Erik Tom jetzt erstmal sprechen. Und dann gucken wir, dass wir das hier oben gebaut kriegen. Das sieht aber ganz gut aus, ist schon mal angehittet worden. Dann werden wir hier oben den Ragnar seine Bude bauen. Das reicht eigentlich komplett aus. Werden wir ein bisschen schön machen. Ja, und hier draußen kriegt er so einen kleinen Vorhof. Das kriegt man alles hin, dass er sich da verteidigen kann, während Erik Tom dann bei einem Angriff hier drin sitzt. Ich möchte nicht verlieren. Das ist das Ziel, was wir machen wollen. Ansonsten sieht es ganz gut aus. So, dann sage ich dem Erik Tom jetzt mal, dass er mit dem Sigmund sprechen soll. Genau. Und dann geht's los. Machen die das jetzt im Keller hier, oder was? So, pass mal auf. Sigmund, was hat er denn? Der Sigmund möchte nicht mit dieser Ressource handeln. Er hat einen Beil, er hat Erde, will er nicht. Das ist natürlich schlecht, das hätten wir. Den Wolf könnten wir haben. Mit 92 Goldstücke. Das Einzige, was wir verkaufen können, ist Heu. Wir haben noch keine Tiere. Jetzt würde ich sagen, pass mal auf. Wir verkaufen 200... 58. Dann haben wir noch 200 da. Wie lag nicht was? Wieso darf ich da keine 200? Doch jetzt darf ich das mal. 58. Das sind 140 Goldstücke. Was? 140 Goldstücke. Dann würde ich aber jetzt sagen, dass wir uns Apfelbaumsetzlinge holen. Da hat er einen. Den setzen wir uns. Dann für die beiden gibt es einen Kuchen. Ich würde sogar sagen, dass wir Gerstensamen, aber Karottensamen. Oh, wie gut. 7 Stück Kohlsamen, da bauen wir auf jeden Fall noch auf. Kräuter würde ich auch kaufen, dass wir die Samen da haben. So, jetzt wird es schon langsam knapp. Rüben haben wir auch noch. Kriegen wir die sogar noch? Ey, das ist super. Also der Händler ist super, der Händler wird leer gekauft. Oh, annehmen. Warum darf ich es nicht annehmen? Was ist da los? Der kann nicht so viel Gewicht tragen. Ab wann kommt annehmen? Was nicht. Wenn ich den auf 115 hochboller. So, jetzt. Das geht nicht und jetzt nimmt das nicht an, weil der Transaktionssinn hat, der Händler verlangt mehr Waren als Gegenwert. Mehr Waren. Pass auf, dann machen wir hier einen weg, da einen weg und dann nimmt er das an. Ne, warte mal. Das machen wir dazu. Das machen wir dazu und hier machen wir... Das passt. Guck mal. Das ist okay. So machen wir das. Sehr guter Tauschhandel. Da freue ich mich. Das heißt, wir können auch in die Karottenernte gehen. Hier wird ja der Kohl gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Dann machen wir auch gleich noch das Karottenfeld. Sehr, sehr cool. So, Karotten. Ein Karottensamen. Ein Rübensamen. Wir haben noch mehr gekauft. Hat er uns verarscht? Ich würde das jetzt hier trotzdem noch mal verkleinern. Komm mal her. So. Und würde jetzt hier Karotten anbauen. Ah, okay. 5 haben wir. Ne, wir haben nur 2. Aber dann würde ich auch hier sagen, dass wir hier bis zur Samenbildung. Ja. Das machen wir so. Wir haben Rüben bekommen. Was ist denn los? Niedrige Nahrungsreserve. Ja, ja, das kommt alles noch. Bleibt mal ganz ruhig. Die Rüben machen wir. Zack. Ach so, wegen dem Boden. So, auch hier würde ich sagen, bis zur Samenbildung. Ne?
Und hier haben wir ja bis zur Samenbildung. Das passt. Das ist in Ordnung. So, wo ist unser Ragnar? Der beschafft Bauressourcen. Sehr gut. Ich hoffe, er baut das Ding jetzt dann hier oben, aber er baut jetzt erstmal das Ding hier zu. Das ist schon mal ganz gut. Und der Sigmund könnte dann gehen. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben keine Nahrung mehr. Die Rübensamen haben wir doch aber. Guck mal, hier steht es auf 5. Baum, Apfelbaum, Apfelbaumsetzling. Siehst du, den haben wir noch gar nicht. Jetzt gucken, ob wir den herkriegen. Da. Apfelbaumsetzling, den würde ich schon gern hier so irgendwie hinbauen. Oder hier dazwischen. Hier bauen wir den Apfelbaumsamen hin. Da, einfach den Apfelbaum hin. Fertig. Dann haben wir das auch. Aber hier steht ja 6, guck mal. Sehr merkwürdig. Einen Kräutersamen, einen Kohlsamen, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Jetzt ist auf jeden Fall Tag 11. So, das haben wir jetzt auch. Hier entsteht dann die Küche. Das wird auch gebaut. Die Schlachtbank, sehr gut. Wir sind auf jeden Fall im Soll. Dann würde ich sagen, dass er hier oben... Das macht er noch weg hier. Den Bergbau. Und dann bauen wir hier oben dem Wagner seine Hütte auf. Zack. So weit wie es geht. So. Will ich es so haben? Ich glaube nicht, ne? Der soll einfach nur eine ganz normale Hütte haben. Es ist ja einfach nur unser Ragnar, ne? Den bauen wir das jetzt hier oben schön auf. Oder kriegt er hier ein Fenster hin und hier ein Fenster? Sehr cool. Das mit der Tür ist natürlich jetzt scheiße. Der kriegt einfach eine Doppeltür. Dann sieht das wieder harmonisch aus. Ich weiß, man kann sich viel einbilden. Wir haben Steine, haben wir noch nicht. Deswegen kriegt er Holzboden. So. Dann passt das und da kommt das Dach oben drauf und dann sind wir da eigentlich erstmal durch. Da würde ich aber wirklich sagen, dass wir hier eventuell das zweite Dach sogar machen. Holzdach. Mit Holzdach machen wir hier. Dass es hier ein bisschen abhebt. So. Und dann sieht das doch schon mal ganz cool aus. Dann kriegt er hier seinen eigenen Bereich. Jo, das gefällt mir. Hier wird geerntet. Sehr gut. Hier, der Händler ist wieder weg. Jetzt warte ich eigentlich ganz händeringend, ja, dass jetzt der nächste halt reinkommt hier, unser nächster Bewohner. Du kriegst auf jeden Fall hier die Räucherstelle hin. Auch du kriegst deinen Tisch hier rein. Wie will ich ihn denn stellen? Vors Fenster. Wir drehen den aber so. Das ist nun schon wieder. Er ist schon wieder verletzt. So, ein Tisch, ein Stuhl, die Schlafstelle. Und wie gesagt, mit der Forschung, da warten wir dann wirklich, bis einer da ist. Eine Koryphäe. Das wäre halt schön, wenn das hier gebaut werden würde, ne? Nicht genügend erlaubte Ressourcen. Wo haben wir denn Stein? Was haben wir hier? Lehmvorkommen. Kohle. Bau irgendwo Stein. Hier. Felsiger Boden. Wir ziehen das einfach mal raus. Dann soll er jetzt auf jeden Fall erstmal den Bergbau antreiben. Wir haben ja jetzt alles erstmal gebaut. So. Jetzt schläft er erstmal. Erik Tom ist ja auch schon am Schlafen. Nö, dann können wir hier gleich nochmal eine Wundheilung starten. Es tut mir leid, Erik Tom, dass du das jetzt die ganze Zeit machen musst, aber es geht nicht anders. Ich hoffe, dass der jetzt bald mal wieder auf den Beinen ist hier. Gucken wir mal, wie lange das noch dauert. Gesundheitszustand gering. Also, die Heilung ist da. Erik Tom ist nochmal dort. Schmerzen hat er eigentlich keine. Das hat funktioniert. Sehr gut.
Oh, das freut mich jetzt so sehr mit dem Händler. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was hat er denn? Was ist das für, warum ich die nicht haben darf? Entweder werden die uns noch geliefert oder was ist los? Im Innenraum. Liegen die hier drin oder? Da liegen sie doch. Muss ich die erlauben? Die sind doch erlaubt. Zersetzt sich in 40 Tagen. So recht weiß ich es nicht. Was hat er denn da jetzt angepflanzt? Lachs. Und die macht er nicht, ne? Der sagt mir aber jetzt aber auch gerade die Rüben gar nicht, ne? Doch hier. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Was war denn hier? Den Efeustrauch, der muss weg. Die Bäume können wir jetzt erstmal laufen lassen. Das passt eigentlich ganz gut. So, die pennen jetzt hier. Jetzt passiert erstmal nichts Großartiges. Warum das aus ist, weiß ich auch nicht. Könnte man ja auch anmachen. Aber da fehlt halt Zeug, ne? Zum Anmachen. Gut. Er hat wieder schlecht geschlafen. Erektor, was ist los? Du eigentlich im Frühaufsteher. Aber die Stimmung ist okay. Er hat viel abgenommen. Er ist ausgehungert, das ist kein Problem. Ja, er müsste vielleicht jetzt mal anfangen zu kochen wieder, bevor er gärtnert. Er hat ja jetzt genug eingepflanzt. Dann soll er jetzt auf jeden Fall. Er ist halt jetzt so gerade. Mit Nonplusultra. Nee, warte mal, der Ragnar soll nicht kochen. So. Der Erik Tom soll kochen. Er macht jetzt eh nur gerade immer nur ein und dasselbe hier. Er gärtnert aber weiter. Ich gärtnern, muss ich da noch was einstellen? Da was verpasst bei dir? Kochen? Behandeln? Nö. Passt. Alles gut. So, hier wird gebaut. Sehr, sehr gut. Ich muss ihm jetzt mal kurz sagen, dass er jetzt mal aufhören soll mit Bauen. Dass er den Bergbau jetzt hier erstmal betreibt. Und dann kann er den wieder machen. So. Okay, das funktioniert. Hat er ruiniert, das ist nicht schlimm. Ja, das dauert jetzt halt ein bisschen, ne? Der Erik Tom will hier aber erstmal fertig werden, ne? Mit Gärtnern. Also von wegen hier, ich koche. Muss ich da was anhitten? Habe ich wieder Nahrung vergessen anzuhitten? Nicht genug Ressourcen. Wieso haben wir keine Ressourcen? Ist jetzt wieder keiner da, der sammelt oder was? Ach, das ist doch Wahnsinn. Oh, es wird so Zeit, dass wir jemanden kriegen, ne? Erik Tom, dann bitte nochmal, nee, warte, ernten und kochen. Erntet Ressourcen, jawohl. Ja, guck mal, wir haben so viel Zeug hier. Sind auch die nächsten Pilze gewachsen. Ernte ruiniert, Erik Tom, ich bitte dich. So, das klappt hier mit den Steinen. Wie viel haben wir denn da? Erzhaufen. Kalkstein 4, Kalkstein sind 8. Wir brauchen für die Treppe, vielleicht können wir auch schon lassen, 45. 45 Steine. Alter Schwede. Okay, ich glaube, das mit dem. Das können wir aber mal voll vergessen. Und den Bergbau nehme ich bei ihm wieder raus, da wären wir ja arm. Da brauchen wir dann einen, der das wirklich kann. So, das machen wir raus. Machen wir das Bauen wieder rein. So. Und dann
dann bauen wir da einfach eine Holztreppe hoch. Dann geht es nicht anders. Lehmtreppe könnte man bauen, die haben wir doch da. Lehm ist doch genug da. Naja, dann wird es eine Lehmtreppe. Da haben wir ja genug da, guck mal. Das ist auch gleich blau. Sehr gut. Sehr gut. Oh, das mit dem Händler finde ich richtig gut, dass wir da jetzt einige Sachen gemacht haben. Und der Erik, komm, der muss jetzt halt langsam ein bisschen kochen. Die sind halt beide extrem hungrig. Ich glaube, das reicht. Erik, Tom, komm mal her, dann koch du erst, ne? So, bereitet Essen zu. Jawohl, sehr gut. Dann gibt es jetzt demnächst wieder eine schöne Mahlzeit. Das ist in Ordnung. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ihr wartet jetzt auch mittlerweile schon auf die neuen, die da kommen. Boah, das mache ich jetzt weg. Das habe ich mit Absicht jetzt mal einfach in Schneiden genommen. So, hier beim Bau. Der baut seine Base da oben. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Das kann ich erlauben. Die zersetzen sich dann sowieso hier, glaube ich. Das ist ganz gut. Hier wird geschnibbelt. Komm, wir gucken dir mal um die Schulter. Jawohl. Oh. Da ist er. Und wie viel Eintopf hat er gemacht? 4 Eintöpfe, siehst du? Es ist wieder was zu essen da. Sehr, sehr gut. Oh, der Flachs blüht, guck mal. Jawohl, herrlich. Sehr cool. Ich das angehört zum Schneiden jetzt, dachte ich schon. Wie sieht es mit dem Pool aus eigentlich? Der maximale Ertrag in 8 Stunden erwächst noch und der Flachs, der ist reif. Sehr stark. Hier wird die Treppe nach oben gezogen. Sehr cool. So. Dann gibt es den ersten Eintopf hier beim Ragnar. Erik, komm, bete, dass nichts vergiftet war. Sehr, sehr gut. Und dann reicht es auf jeden Fall erstmal wieder mit dem Eintopf. Wir müssen das ja jetzt nicht durchdrehen, ne? Dann können wir jetzt das einfach wieder abhitten. Auf 2 setzen. Und anpflanzen auf 1 und ernten auf 1. Dann ist das eigentlich erstmal absolut in Ordnung. Sehr gut. Da freue ich mich. Es nimmt so langsam Form an. Es ist immer noch keiner da. Leider. Wir könnten auf jeden Fall jetzt mal nochmal jemanden brauchen. Den würden wir sogar freikämpfen. Das würde ich uns sogar jetzt zutrauen. Wenn der Ragnar dann hier oben steht und die kommen dann im Endeffekt so auf uns zu. Das fände ich schon ganz... Ne, warte mal. Das möchte ich bitte geerntet haben. So. Und hier, das läuft auch hervorragend. Ey, das ist super. Eventuell gibt es hier einen Birkenwechsling. Setzling, Wechsling. Beim Abgestorbenen gibt es Zweige und Holz. 50 Holz, 25 Zweige. Das passt. Das ist okay. So machen wir es. Ihr Lieben, dann lassen wir die jetzt noch ins Bett gehen, die zwei. Es sieht eigentlich hervorragend aus. Jeder kann beten, wie er es möchte. Backgammon-Tisch steht auch. Jeder hat seinen eigenen Raum. Ragnar baut sein neues Häuschen. Ich denke, ich habe so das Gefühl, wenn das hier fertig ist, das neue Häuschen, dann kommen die nächsten. Und hier wird gegärtnert und gegärtnert und gegärtnert. Aber der fliegende Händler, ich sag's euch so, es ist, das war unser Ziel. Das war wirklich unser wichtigstes Gut. Hier ist doch auch alles gepflanzt. Guck mal hin. Das läuft doch. Das ist doch so. Sehr, sehr gut. Erik Tom ist schon im Bett. Ragnar wird jetzt auch ins Bettchen gehen. Er ist auch genesen wieder. Ihr Lieben, dann danke ich fürs Zuschauen. Bis morgen. Noch einen schönen Abend. Oder egal, wann ihr es guckt.